Guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Es geht heute darum, Ihnen zu zeigen, wie man ein NVRAM des Tektronics 2465B auslesen kann, ohne dass man einen Programmer hat. Also es geht darum, eine Sicherheitsvideo anzulegen, um die Daten des NVRAMs abzuspeichern. Es geht ja darum vielleicht, dass man das NVRAM ersetzen muss, weil die Batterie zu schwach ist. Ich habe das auch in einem anderen Video bereits mal gezeigt. Ich habe damals den NVRAM ausgelötet, dann einen Sockel gesetzt und das NVRAM wieder eingesetzt, und zwar ein neues mit einer aktuellen gut geladenen Batterie, damit die Daten, die dort abgespeichert werden, auch die nächsten paar Jahre halten. Es gibt eine Möglichkeit, dieses NVRAM auszulesen, ohne dass man es ausbaut. Auszulesen ist ein bisschen hochgegriffen. Es ist also kein Programmer, der das ausliest, sondern ich lese das NVRAM am Bildschirm aus und zeichne die Daten mit dem Video auf. Das ist eine extreme Sicherheitsmaßnahme. Im Falle eines Falles, der hoffentlich nie eintritt, wenn man diese Daten verliert, könnte man anhand der aufgezeichneten Daten vom Video diese wieder zurückspeichern oder wieder eintippen. Wie das geht, möchte ich Ihnen kurz zeigen. Es geht auch gleichzeitig darum, Ihnen zu zeigen, wie man in die Kalibrierebenen und eben in diese Datenausleseebenen kommt. Dazu braucht es ein bisschen Akrobatik. Man kann übrigens diese Dinge auch nachlesen, die sind in jedem Servicehandbuch oder auch im Bedienungshandbuch sind die nachzulesen. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn ich Ihnen das kurz demonstriere. Jetzt braucht es ein bisschen Akrobatik. Damit man in diese Kalibrier- oder XR-Ebene kommt, muss man den Delta T, den Delta V und den Slope gleichzeitig drücken. Das ist ein bisschen Akrobatik. Ich versuche das nun mal. Ich nehme mal meinen breiten Finger, drücke die beiden und dann den Slope. Super. Und jetzt sind wir wieder auf dem Bildschirm und sehen oben Diagnostik Push AB Trigger to Exit. Also wenn Sie wieder in die obere Ebene, in die Hauptebene möchten, einfach AB-Trigger drücken und dann sind wir wieder in der oberen Ebene. Starten in diesen unteren Kalibrierebene. Man startet und dann sieht man hier All 00. Was wir nun machen möchten, wir wollen jetzt in diese XR-Ebene gehen. Damit wir in die XR-Ebene kommen, müssen wir den Mode-Button drücken. Und zwar, wenn wir den obere Mode-Button drücken, kommen wir in die Testebenen. 1, 2, 3, das brauchen wir, damit wir eventuell kalibrieren können. Wenn wir den unteren drücken, kommen wir dann XR 08, das startet mit XR 08. Wir gehen in den XR 02. Hier haben wir den Start 00206C und jetzt gehen wir durch den Inhalt des NVRAMs, indem wir den Source-Code, den Source-Button einfach ein bisschen durchscrollen, und zwar den oberen Source-Button. 00, 01 und so weiter. Die Daten sind gespeichert zwischen 00 und FF. Das geht natürlich jetzt eine Zeit lang. Ich unterbreche hier kurz. So, wir kommen der Sache schon ein bisschen näher. Es dauert etwa 3 Minuten, bis wir da am Schluss sind. Jetzt sind wir da bei C und so weiter, bis wir da bei FF ankommen. Und dann sollte wieder die erste Zeile auftauchen. E und so weiter. F, jetzt sind wir bei FF, jetzt kommt dann FF, B, T, D, E, FF. Die nächste ist dann wieder der Start. Somit haben wir jetzt den ganzen NVRAM-Inhalt aufgezeichnet. Das ist eine Geschichte, die einige Minuten dauert, aber ist halt die Rückversicherung, wenn irgendwann mal das NVRAM verloren gegangen ist, keine Daten mehr da sind und Sie keinen Programmer gehabt haben, der das ausliest, könnten Sie jetzt das wieder eintöckeln. Dann brauchen Sie natürlich ein bisschen Geduld, aber das wäre dann die ultimative Rückversicherung. Am Schluss macht man AB,
ich an dort und dann sind wir wieder auf der normalen Ebene, auf der ersten Ebene zurück. Und somit haben wir mal gezeigt, wie man ein NVRAM auslöst. Die ganze Prozedur ist auch gültig für alle Kalibrieroperationen, die dann eben, wie schon angezeigt, mit Test 1, 2, 3 und so weiter eingeläutet werden. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.